So Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme von 13 Skull. Ja, das letzte Mal hatten wir leichte Probleme, sage ich jetzt einmal. Haben im Nachhinein dann die drei Goldmünzen Gott sei Dank gefunden. Der Alte nervt schon langsam mit seinem dauernden Hereingequatsche. Haben dann schlussendlich die zwei von drei alte Kanonen untersucht und haben jede Menge Schädel bekommen. Und das hier ist nun die letzte Kanone, die wir entziffern müssen. Und zwar wäre das hier diese Seite. Und zwar hier, das wäre dann wahrscheinlich diese Zahl. Das ist, das streiche ich wieder durch, XXXV11. Dann hier, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, diese Zahl hier, x und 1. Jojo, darum beeile ich mich ja, Alter. So, das hier ist diese Schlaufe hier. Das wäre XXXV1. Das ist hier das Segel, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist XXX123. Dann hier das wäre dann in dem Fall, glaube ich, hier, wenn mich nicht alles täuscht, ja, das wäre dann V123, ja, freut mich. Und der letzte ist dann hier mit XXV11, so. Dann hoffe ich einmal, dass wir diese Kanone hier auch entziffert bekommen, und zwar XXXV11. 1, 2, X, 1, X, 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 V, 1, X, 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 1, 2, 3, V, 1, 2, 3 und X, X, V, 1, 2. Et voilà! Und die letzten Schädeln. Löse Kranz, letztes Rätsel in der Sumpflichtung. Jawohl, das werden wir so gleich machen. Und zwar, hier kommen die Schädel rein. Da weiß ich allerdings auch schon, wie wir die hinsetzen werden. Und zwar hier. So, das zeichne ich mir jetzt schnell auf. Und zwar hier 1, X... 1, 2, 3, 7, 1, X, also 9, hier haben wir einen 11er, hier haben wir einen 12er, unterisch haben wir einen 6er, hier haben wir einen 8er, 1, 2, ein 13er, ein 5er, ein 2er, und ein 4er. So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig aufgezeichnet. Und zwar, hier kommt ein 1er her. Das wäre dann hier in dem Fall der Schädel. Hier kommt ein 10er rein. Einen 10er. Und ein 11er Schädel daneben. So, dann hätten wir die erste Reihe schon einmal erledigt. In der zweiten kommt der Dreierschädel rein, der Dreierschädel, das ist der Zweier, das ist der Fünfer, hier, das ist der Dreier, zacki. Dann kommt der Siebener Schädel rein, das ist der Achter, das hier ist der Siemer, und dann kommt der Neuner rein, zacki. So, dann kann ich die auch schon durchstreichen. Die haben wir auch schon so. Dann kommt hier der 12er rein. Ah, der 12er. Und hier der 4er. Wo haben wir den 4er? Wo ist der 4er? 4er, 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 4er. Ah. Ah ja, bei mir eh schon. So, dann haben wir die hier. Dann kommt hier der 6er Schädel rein. Und hier der 5er. Dann hier der 8er.
hier der 13er. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, müsste hier der 2er reingehören. Yeah! Abandon all hope, ye who seek my heart. Detective? Detective, you all right? You look like you've seen a ghost. There ain't no such thing as ghosts. Well, of course there are. Oh, hogwash. Well, just because you ain't ever seen one, well, you always have to believe everything I say. Why do you have to argue with me all the time? I'm so tired of listening about ghosts. You all right in there? Jo, und das war Mystery Case File 13 Skull. Jo, was gibt's im Grunde genommen zu sagen zu dem Spiel? Es hat mir sehr Spaß gemacht. Am Anfang war es relativ geil. Zum Schluss ein bisschen zu kompliziert, meiner Meinung nach. Man hat das einzige Manko bei dem Spiel, man hat zwischenzeitlich keine Tipps bekommen. Liegt es daran, dass ich vielleicht auf Normalmodus gespielt habe und nicht auf einfach, keine Ahnung. Wie gesagt, war trotzdem geil inszeniert, die echten Menschen und alles in dem Spiel. Meiner Meinung nach ziemlich aufwendig für ein Wimmelbildspiel. Jo, ansonsten einfach nur geil. Schauen wir uns noch die Credits schön an. Lohnt sich auf jeden Fall auch zu spielen, falls ihr es spielen wollt. Und wie gesagt, nochmal ein Special Thanks an Adventurespiele.net, die eine sehr geile Lösungsbeschreibung geschrieben haben. Vielen Dank noch einmal dafür. Jo, und was für mich natürlich auch sehr überraschend war, ist, dass wirklich ein Geist existiert hat, dass es wirklich Tatsache war, dass es einen Schatz gegeben hat. Und vor allem das Ehepaar, weil ich, ich habe am Anfang wirklich ehrlich gesagt geglaubt, dass die Putzfrau mit dem Gärtner vielleicht irgendwas mit dem Verschwinden von Mr. Lawson zu tun hatten, dass allerdings die zwei Kriminelle waren oder sind, das, okay, jetzt können wir eigentlich sagen waren, weil der Geist hat sie ja quasi ersoffen lassen. Das war für mich eigentlich sehr, sehr überraschend in dem Wimmelbildspiel. Hätte ich mir so wahrscheinlich nie gedacht. Ich hätte mir auch nie gedacht, dass es so ausgehen würde. Ich hätte eher geglaubt, ja, wir finden den Mr. Lawson irgendwo und, weiß ich nicht, verhaften eben die Haushälterin, keine Ahnung. Aber ja, im Großen und Ganzen ziemlich geile Story, aufwendig gemacht und ich würde es wirklich jedem empfehlen. Hier sehen wir dann auch nochmal die Besetzungen, wie die echten Leute wirklich geheißen haben. Sarah Lawson war Hida Poulsen, Markus Lawson war Brandon Pete, Magnolia die Süße war Sophia Schloss, Mary Lee war Linda Jensen, die Haushälterin, die was ewig lang geputzt hat.
Gratuliere, super Job gemacht. Der Louis Lee, der Bruce Weech war das, Cooter war Russell Hodkinson, Charlotte war David Roger, Mama Amy war Karen Tucker, geile Rolle gespielt, muss ich sagen. Der Winton war der Stephen Shields, Barkeeperin war Telena Bennett, Finest Crown war Michael Ramquist und Pippi war Phil Boldman. Obwohl, ja, Pippi hatte eine sehr große Rolle, einfach nur da sitzen und knurr machen. Naja, gut. Jo, Komposition war Austin Coughlin, Chris Kennedy, Wall Matthew, Soundmischung Rich Isaac, Sounddesign Jared Bartlett, Production Kendra Polk, Tom Dow und Tori Pavone. Herzlichen Dank für die Produktion und für die geilen Titelmusik und Zwischensequenzmusiken. Und natürlich besonderen Dank an Jeremy Lewis, Phil Tellen, habe ich jetzt Phil gesagt? Paul Tellen, John Holland, Paul Handelman, Eric Heldy, Diana Cook, Morgan Harter und so weiter und so fort. Eine jede Menge besonderen Dank, Special Thanks. Mystery Case Files Fans sind die Besten. Besuche doch in unseren Foren. Jo, ich sag auch herzlichen Dank an die Spielemacher für dieses Wimmelbildspiel. Säubere der Abfluss. Rowan's Pinch. Jo, dann werden wir mal ins Menü gehen. Jo Leute, das war Mystery Case Files Third in Skull. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir werden demnächst dann wieder weitermachen mit einem nächsten Wimmelbildspiel. Und bis dahin, bye bye.